Sinus von 2x ist eine Kettenfunktion. Um diese Kettenfunktion abzuleiten, benutzen wir selbstverständlich die entsprechende Ableitungsformel. G von f von x prim, das ist g prim, aber nicht bei x, sondern bei f von x ausgedrückt, mal f prim von x. Das g ist hier der Sinus und das f von x ist hier 2x. Um diese Kettenfunktion abzuleiten, leiten wir also zuerst Sin ab. Die Ableitung von Sin, das ist Cos. Dieser Cosinus soll aber nicht mit x, sondern mit f von x ausgedrückt werden, das heißt mit 2x. Also erhalten wir so den Cosinus von 2x. Und dieser Cosinus soll dann noch multipliziert werden mit f' von x. Also dieser Cos von 2x soll noch multipliziert werden mit der Ableitung von 2x, also so. Und die Ableitung von 2x, das macht 2. Wir schreiben diese 2 noch nach vorne, so. Und diese Übung ist schon beendet.